Ich kann da stehen bleiben, ich kann da ein bisschen hinterher zoomen. Zieht euch das rein, Doug. Pimp. Zieht euch mal den Blauen da hinten rein. Das ist ein Monster. 24 Stunden haben wir Zeit, ja. Unten steht irgendwas von 17 Euro, muss man zahlen. Hier, warte mal, hier, ohne Nummernschild. Ohne Nummernschild. Das ist ein Monster. Leute, das muss mit ins Video. Zieht euch das rein. Schon mal ein Monster gesehen? Sicher nicht, ne? Seht ihr? Habt ihr wo gesehen als erstes? Richtig, in SW. Habt ihr das gesehen? Okay, jetzt geht's los. Okay. Die Box musst du auch in die Hand nehmen. Alter, die ist ja riesig, Junge. Sorry. So, und go. Alter. Hold up. Du hast hier leider keine Chancen, weil hier nun mal nur der Beste siegt. Du sagst, du hast den Großen, bist hier trotzdem nur das schwächste Glied. Ich finde immer noch den Luke kacke, weil du von jedem hier was abbekommst, wird das deine eigene Luke kacke. Und du behauptest von dir, du gehörst zu dem Fall Riesen. Was nützt es dir, wenn du gefickt wirst? Geh dich lieber mal anal bleachen. Schau wie der Master rein, die fickt dir deinen Arsch zu Brei. Warte, nein, bist so jung, ich könnte ja vielleicht dein Vater sein. Letzte Runde gegen dich war sowas wie Science Fiction. Deswegen werde ich dich heute nur oberflächlich dissen. Wenn du sagst, du willst ficken, nein, heißt das im Prinzip nur, du willst in mein Polo ständig fixen. Ich mach keine schwulen Witze mehr, egal was du da tust. Wenn du Fußballer wärst, wie nennst du dich dann? Lukaku? Bei einem Penisvergleich werde ich mich nie mit Luki drum streiten. Dies ein Ex-Horn, darauf will ich einfach nicht mehr rumreiten. Ernst gemeinter Rat, du musst dein Loch safe schützen, denn da stecken drei Schwänze drin wie in Cocktailwürstchen. Du wirst gefickt von uns dreien, in den Arsch, in den Arsch, in den Arsch, aber das macht dir ja nichts aus. Hallo, ich bin Lukas aus der Brücke und ich bin schwul. Ich bin schwul. Ich bin schwul. Hallo, ich bin Lukas aus der Brücke und ich bin schwul. Ich bin schwul. Schwul, 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 schwul. Yo. Im WhatsApp unvergesslich wie die Suche nach dem Nemo. An dich erinnert man sich, denn du bist der Dude mit der Sprachmemo. Deine Eltern sagen dir, du sollst deinen Träumen folgen, aber auf YouTube werden dir nur Leute in deinen Träumen folgen. Bei Crazy O fällt mir gar nicht so viel ein. Battle-technisch Note 5, musikalisch so eine 3. Und bitte tu uns den Gefallen, lass die Freestyles gleich sein. Du hast sehr schlechten Einfluss, du Nachgeburt vom Primetime. Es gibt geile Rapper hier wie Shelton, Pete oder Lazy Flo. Und Wildhold Ramses sind die Jury, Luki und Crazy O. Mal im Ernst, was sind denn das für Jury-Member? Die sind nicht ganz dicht wie Rohre von üblen Klempnern. Ich weiß, der Ramon kennt keinen Stolz und scheiß auf Ruhm. Leg im Pokémon keine Zeit und alle Handys voll zu tun. Ja. Super, danke. Sehr schön. So. Jetzt kommt noch mein lieber alter Freund der Romantik. Ja. Romantik, du und ich, eine unendliche Geschichte. Mögen, hassen, lieben und am Ende ein paar Disses. Ich kaum an den Sack, während ich Aufnahmen mach. Genau mein Geschmack, du dagegen strengst dich an, damit hier Aufnahme passt. Du Streber, schneidest deine Parts auf wie ein Baust. Und ich weppe einfach ein und sag, yo, geht so raus. Würde ich auch viel Zeit in Ton und Video vergeuden. Hättest du keine Titel, dann hätte ich die Siege erbeutet. Im King-Finale brachte dich safe jeder Part zu Boden. Zum ersten Mal wurde es für dich unbequem wie Damenmode. Ramses gab dir 1000 Chancen, ich war hart am Topen wie Luke. Hier bekommst du immer alles in den Arsch geschoben. Ich wurde gefragt, ob du kiffst. Ja, scheint so. Den letzten sah ich dich im Späti Frühlingsrollen und Reis holen. Voll die Verarsche, der Typ ist ja gar nicht high, Bro. Der ist Asiate, der hat immer seine Eyes closed. Auch wenn es nach Klischee klingt, du hast bestimmt einen Minicock. NHR Behindertenwerkstatt und ich bin der Koch. Bei mir ist Beef und Fire Club, burnt Motherhead. Du und Mario streitet euch so wie Ernie und Bert. Ihr seid kugelsicher Jugendliche, ihr beiden Clowns schreit nach Aufmerksamkeit, genau wie Luke und diese schwulen Kiste. Get on my level, komm erstmal auf Messniveau. Die Zeile, die ist nicht für dich, aber für diesen Crazy O. Denn er braucht Hilfe, er ist der Einzige, der Primark. Das merkt man bei den Texten, billig so wie Primark. Du bist die Abmischure, dafür bekommst du ewig Props, weil du für andere
andere gern springst, nennt man dich auch Crazy Frog. Eigentlich wollte ich nur Romantik da drauf dissen, aber Crazy O triggert mich einfach nur mit seinem Dasein. Ja, und jetzt kommt noch kurz der Will. Hallo. Ich dotter nicht, auch wenn ich sag, ich will nicht dissen. Aber ein paar Lines und ich kill dieses Flittchen. Wir waren zweimal im Finale, nur der Unterschied bei uns ist, jeder weiß, ich bin Boss und du warst nur in der Hook, Bruder. Wenn ich noch mehr erzähl, dann wär's ja eh erfunden und unnötig in die Länge gezogen wie Penispumpen. Und einer kommt ja noch, deswegen mach ich immer kurz einen Cut. Ooh, the lady. Get your motherfucking hair. Auch wenn du Gründer bist, bist du um Gottes Willen nicht der Beste. Du Buttergolem, du hast dein Doppelkinn in der Fresse. Und obwohl du Pisser mich auf dein Label geholt hast, ignorierst du schlicht meine Pläne, als wärst du in Koma. Wie oft sag ich dir, Rams ist dicker, wir müssen ein paar Tracks machen. Von dir kommt immer, ja sorry, ist ganz schlecht, Atze. Erst sagst du ja, dann bist du eigentlich verhindert quasi. Da komm ich durcheinander wie auf einer Swingerparty. Mein Sieg im NRR war mehr als nur gerechtfertigt. Sowas für dich, ey, mach ich doch mit rechtfertigt. Du hast Harold verklaut, jetzt hält er mich für doofen Spasten. Wegen dir ist unsere Beziehung jetzt bisschen vorbelastet. Ohne den Typen läuft aber gar nichts mehr beim NRR. Außer das Turnier, da kommen jedes Jahr paar Penner mehr. Wann war der letzte Track so 2015? Außer Pokémon würde ich mir da weitaus mehr wünschen. Digga, was geht ab? Du machst auf Macker, machst auf Chief. Du wirkst ziemlich schwach, jetzt bekommt Ramses auch mal Beef. Wie viel Parts im NHR waren gegen mich gerichtet? Keine Features, aber Hauptsache beim Team wird richtig sticheln. Nicht mit mir arbeiten wollen, aber jede Chance ergreifen, um mich zu dissen. Ich hole dich aus deiner Deckung raus, Dicker, du bist ne fette Sau. Mit deinem Specki-Bauch kannst du bestimmt nicht auf ein Stängel schauen. Du scheißt auf Doppelreime, Hausmaus-Lines, die kannst du. Dafür kennst du dich bestens aus mit Relaxo und Pikachu. Auch wenn du Labelchef bist, ich bin sowieso der Boss. Du hörst diesen Track und drehst am Rad wie bei deinem Pokestops. Und wenn das Turnier wieder floppt und du sagst Hilfe, Bruder, lass ich gern ein paar Runden springen, so wie bei Biggest Loser. Seit Anfang an dabei, ich merk, wie sich's langsam verzettel. NHR ins Shit, ich hab da alle gebattelt. Eins muss dir doch bewusst sein, Mann, dass du mir ständig am Messer in die Brust reinrammst. Rams ist Lutsch, mein Schwanz!